An diesem Tutorial wollte ich ganz kurz weisen, wie ein als ich mal sein Bildschirm selber abhält. Und dann wollte ich weisen, wie in dem Video, den in dann erstellt hat, du noch am Stream heischlöt, für ihn dann zum Beispiel seinen Schüler am Teams zu delen, respektive hin und da kurz zu halten über so ein Video. Das ist nicht besonders kompliziert, sind aber verschiedene Schritte dafür nötig. Das erste, was wir müssen machen, das wir müssen ein Programm abmachen, das ist den QuickTime Player. Den hast du bei den meisten vorinstalliert, auf den meisten Macen auf jeden Fall. Wenn du nur mit der rechten Maustaste draufklickst, dann kriegst du hier ein Ding ins neue Videoaufnahme, Audioaufnahme oder Bildschirmaufnahme. Machen wir Bildschirmaufnahme, du siehst da bei mir lief das nur, weil ich hier gerade abholen. Und Leute verschiedene Optionen, zum Beispiel wenn ihr das startet. Ihr könnt auch die Notoptionen erstellen, ob das Mikro abhält oder andere Optionen. Hier könnt ihr dann erstellen, wer da genau will abholen. Ich kann das zum Beispiel mit groß oder mit klein machen und nicht alles abholen. Und ganz hier oben seht ihr einen kleinen Button, wo ich das auch automatisch kann stoppen oder hier stoppen. Ich habe dafür schon ein Video abgeholt. Ob die selber da weiß, der weiß, was den heim muss machen. Wir haben das Video bei uns im Desktop oder an einem Ordner. Da melden wir uns lo beim Office 365 un. Und da sichern wir die App Stream. Da müssen wir auf alle Apps gehen. Falls die noch nicht hier angewiesen wird, muss man auf Stream gehen. Und dann drücken wir da drauf. Lo kommen wir auf Depp Stream. Du siehst auch ein Video, zum Beispiel hier eine ganze Reihe von Tutorials aus dem Lensdalisi, die niemand zu empfehlen sind. Du siehst auch hier Kurse von anderen Profen. Wir erstellen hier einen neuen Kurs, respektive wir erstellen ein neues Video für die Nummer Schüler zu delen. Lo können wir nur Dateien sichern oder wir können noch einfach eine Datei heranziehen. Dann setzen wir die Datei, die ich vorhin abgeholt habe, da hier dran. Und da ziehen wir einfach hier rüber und da sehen wir, dass die heischgeladen wird. Den Video können wir bei einem bestimmten Art und Weise nennen. Wir stellen mal einfach Bildschirmvideo. Und da können wir Berechnungen erstellen, wie ihr das gesehen habt. Hier können wir auch ganz Schülergruppen oder so dran setzen. Wir können einen Titel automatisch generieren. Das funktioniert natürlich nicht besonders gut auf Lützebäuerisch. Und wenn wir das dann soweit fertig haben, dann können wir auf Veröffentlichen gehen. Aber wenn wir Veröffentlichen gedrückt haben, können wir auch den Link direkt rauskopieren. Hier haben wir den Link, den kopieren wir. Und am Teams fand ich eine Ikone, die heißt Stream. Und hier kann ich einfach Ctrl-W meinen Stream auffügen. Und da sehe ich den hier. Und los den dann dran, da machen wir senden und lo kriegen Schüler den Stream. Da kann ich natürlich eine extra Instruktion dabei schreiben. Wenn ich lo drauf drücke, geht ein extra Fenster ab und ihr seht, hier ist mein Stream, den ich für drin erstellt habe. Und Schüler können lo hier drücken und den dann gucken, auch noch kommentieren und so weiter. Da das doch schon das ein praktischer Weise für Videos zu teilen und dann auch am Teams zu schaffen. Merci.